So Leute, heute nochmal ein kleines Garageninfo. Und zwar habe ich mir einen Panda zugelegt, einen Jagdpanda. Ihr habt ein paar Daten. Höchstgeschwindigkeit 46. So, ich gehe aber gleich mal in die Forschung rein, dass er sieht, wie man aussieht. Kanone haben wir die kleinste drauf, hier die 7,5 cm Kanone. Durchschlagskraft 150 und nur ein Schaden von 135. Das ist natürlich nicht viel. Ich könnte die Kanone drauf machen, aber das ist zu schade ums Geld, weil die hat gerade mal eine Durchschlagskraft von 132, da kannst du doch mit Kirschkern spucken. So, woraufhin wir arbeiten, ist die Kanone, die 203, 240, das ist ja das Ärgerliche, dass das eine 8,8 cm Pack 43 L71 ist. Wir haben ja eigentlich bei unseren E50 schon eine 43 L71, aber das ist eine 8,8 cm KWK. Ha. Also kann man die nicht verwenden. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Ja. So, Motor habe ich natürlich gleich den größten draufgeschraubt. Funkgerät auch. Ketten müssen wir noch erforschen. Aber es geht jetzt erstmal Richtung Kanone. Okay. Und zwar die hier. Beziehungsweise irgendwann mal die hier. So, nochmal in die Garage gucken. Bei Leuten, ich hatte ja von meinem Jagdpanzer, hatte ich ja noch 4 Leute gehabt und habe die 4 Leute hier drauf gepackt. Musste allerdings den, was ist denn das hier, der Funker oder was, gell? Ja, der Funker. War das, wo steht denn das? Na hallo, steht das auch mal irgendwo? Ach, hier steht Funker. Der Funker, den musste ich extra dazu kaufen. Da habe ich mal 200 Gold ausgegeben und habe den Funker dazu gekauft, dass der gleich auf 100% ist, bevor die dann irgendwann mal wieder auf 100% sind, ist der dann quasi auch auf diese 53%, wo die in der zweiten Fähigkeit schon sind. Gegeben habe ich eine Rallye-Station. Ja, das war's eigentlich. Nur, dass ihr Bescheid wisst, dass sich in der Garage was geändert hat. So, ich verabschiede mich dann mal wieder und sage dann mal Tschüss und weg, euer Sheridan.